Ah, Jäger, du bist nicht verletzt, oder? Puh, allein allen geht es gut, dank dir. Dieses riesige Monster hat das Aerotorium touchiert, als es vorbeiflog. Ein direkter Treffer hätten wir wahrscheinlich nicht verkraftet. Daran mag ich gar nicht denken. In jedem Fall bin ich mir zu 99% sicher, dass es ein legendärer Drachenältester namens Valstrax war. Niemand hat ihn jemals persönlich gesehen, nur antike Steintafeln berichten von ihm. Deswegen hielten wir ihn für ausgestorben. Es gibt eine Legende, nach der er alle 1000 Jahre wiederkehren soll. Und jedes Mal kündigten Kometen sein Erscheinen an. Als die Kometen gesichtet wurden, haben wir unter Hochdruck das Aerotorium fertiggestellt, aber er kam schneller als wir erwarteten. Ich zitiere dir mal die Stelle der Tafel, die den Valstrax beschreibt. Hüte dich vor dem roten Kometen im Dunkeln. Er kündigt von einer schwarzen Zukunft mit zerbrochenem Himmel und vernichteter Erde. Es wird leuchten allein das Licht der Verzweiflung in Gestalt eines silbernen Drachen. Er ruft die Sterne der selbst an, die Erde zu zerschmettern. Erbauliche Lektüre, nicht wahr? Und leider ziemlich treffend. Erst kam der rote Komet, dann kam der Valstrax. Jetzt hoffe ich nur, dass nicht auch noch das mit der Verzweiflung, in dem die Erde zerschmettern kommt. Wir müssen den Valstrax verfolgen. Nur ein Schiff mit unserer Technologie und Forschungsleidenschaft kann diese wichtige Mission übernehmen. So würde ich es jedenfalls vor der Vökademie begründen. Aber ehrlich gesagt ist das Schiff nur ein fliegendes Labor. Wir sind weder schnell genug noch stark genug, um es mit ihm aufzunehmen. Aber wird uns das daran hindern? Nein, sage ich. Als Wirm und Teurer werde ich es nicht so enden lassen. Wir werden dieses Schiff in Topform bringen und ordentlich nachdenken, bis die Köpfe rauchen. Wir können das schaffen. Schritt 1. Das Schiff muss verbessert werden. Operation VAVV. Verbesserung für das Aerotorium, um den Valstrax zu verfolgen. Hat begonnen. Bevor ich den Antrag bei der Vökademie einreiche, werde ich den Namen nochmal überarbeiten. Versprochen. Während wir auf die Genehmigung der Vökademie warten, kannst du unseren Ruf in den Dörfern verbessern, indem du dort Quests absolvierst. Ach ja, als Gegenleistung für deinen Erfolg gegen den Kongalala hältst du hiermit einen Aerotorium-Schein. Okay, dankeschön. Sehr, sehr schön. Das heißt, theoretisch das, was man in der Anfangs-Cutscene gesehen hat, ist jetzt das, was passiert ist, dass der Valstrax das Schiff so ein bisschen demoliert hat. Ja, gut. Schau mal, was da noch so dabei rauskommen wird. So, neue Jagdtechniken, wunderbar. Aber wir haben unsere erste High-Rank-Quest geschafft. Das ist schon mal sehr schön. Oh, wow, Chaosöl. Okay, okay, das sind scheinbar sehr interessante Käfermacht. Aha, sehr interessante Jagdtechniken. Warte, Blutwind ist neu? Nee, Blutwind ist nicht neu. Spiralschnitt. Du springst in eine Art Korkenzieherbewegung nach vorne, sodass die Klinge die Weichteile von Monstern verletzen. Die Ausführung dieser Technik verlangt mehr als Geschick und einen gut durchtrainierten Körper. Okay. Springst in eine Art Korkenzieherbewegung nach vorne. Ich bin mal sehr gespannt. Die nehme ich gerne mal. Hört sich interessant an, vor allem da sie bloß S zum Aufladen braucht. Die können wir also sehr häufig benutzen. Na dann, haben wir hier drüben noch jemanden, mit dem wir reden können? Im Moment nicht. Alle sind vielleicht noch ein bisschen im Schock vor dem Valstrax. Reden wir erstmal mit ihr, mal sehen, was sie so hat. Ahoi, Jäger! War dieser Valstrax schrecklicher oder was? Boah, darauf muss ich jetzt erstmal klarkommen. Als ich den sah, wurde ich weiß wie ein Gespenst. Oder gleich kommt's, wie ein Komet. Oh Mann, ich bin heute wieder clever. Aber von dem, Aber den von so nahen zu sehen, war echt krass. Das war gleichzeitig bezaubernd und widerlich. Das Tempo von dem Ding, unglaublich. Saust da in dem ersten Winkel durch die Luft. Zoom! Das Herz schlug mir bis zum Hals, darüber hinaus. Wahrscheinlich hat es schon aus meinem Rachen geragt. Und um auch mal zu gucken. Ich glaube, ich bin gerade etwas überdreht. Kann das sein? Beim nächsten Mal bitte einfach vorwurfsvoll hüsteln. Dann höre ich auf. Ehrlich. So, es sieht aus, als könntest du jetzt 7-Sterne-Quests annehmen. Tätere-tä! Supi! Manche davon kommen direkt vom Aerotorium. Also wirf am besten gleich einmal einen Blick drauf. Kommen wir zum Thema. Es scheint, da hätte jemand Appetit auf neue Quests. Achso, ja. Okay, damit können wir hochrangige Quests annehmen. Sehr, sehr schön. Erntetour. Okay, jede Menge Erntetouren.
Groß Macau, ein Azuros, wahrscheinlich harmlos. Okay, schön. Furzer gegen Forscher, was zur Hölle ist das für ein Questname? Okay, schön. Wirbanei-Lieferung, Frühstück. Erneuter Käfer, Appetit, ein Zeltas, ach krass. Ach nee, stimmt, die kommen jetzt alle wieder, richtig. Oh, ein Giadrom, der ist neu, ne? Giadrom ist neu, soweit ich das weiß. Der kam jetzt erst dazu. Lagombi ist alt. Der Killerhase im Schneegebirge. Schöne Quests auf jeden Fall. Aber ja, stimmt. High Rank war ja zumindest im Online-Modus so, dass einfach bloß alles von 4 Ultimate kopiert wurde. Das hat mich damals schon ein bisschen genervt. Hier ist es jetzt okay, weil jetzt sind es ja so ein bisschen andere Sachen. Aber gerade ja die beiden in der Ahnensteppe, das ist ja einfach bloß, ey, wir nehmen 4 Ultimate und packen es einfach in Gen. Das war damals ein bisschen doof, aber ich denke mal, dass es jetzt vielleicht ein bisschen besser wird. Okay, 9 Höhenpilze. Zweite Pirscherbesorgung. Na, schauen wir mal. Ich weiß jetzt noch nicht genau. Ich denke mal, Kicherwacher, Zeltas und Giadrom werden interessante Viecher sein. Ich finde wahrscheinlich harmlos immer noch so eine schöne Quest. Ich denke, wir machen aber mal die ganzen neuen Viecher in Anführungszeichen, also jetzt die natürlich im High Rank sind, also die ganzen großen Viecher theoretisch, und fangen mal mit dem Groß-Macau an, der sich auch auf den Zinnen befindet, was auch schön ist. Dann lernen wir das Gebiet auch nochmal ein bisschen besser kennen. Davor können wir aber eigentlich eine andere Waffe nehmen. Ich meine, die Doppelklingen waren jetzt ganz gut. Ich denke, wir haben dem Kongalala gut gegeben, auch wenn er uns auch gut gegeben hat. Denke ich, war das trotzdem nicht schlecht, was wir da gemacht haben. Holla! Wir müssen hier ganz dringend mal aufräumen. sehr, sehr dringend. Was haben wir denn hier noch? Die tierische Schneide. Ach, die wollten wir ja noch verbessern, nicht wahr? Die war ja noch für die Brachedier-Schneide, nicht wahr? Weil Tigrex ist jetzt nicht die beste Waffe. Ausrüstung schmieden, Ausrüstung verbessern. Das können wir wahrscheinlich vorerst mal vergessen. Ja, Dios-Katana. Braucht eben Brachidios-Zeug. Das ist das Problem. Ansonsten... Luzidrom-Kopf. Ist gerade alles nicht so toll. Wir haben wirklich bloß das. So viel zu, wir haben uns verschiedene Waffen geschmiedet, ne? Wir haben uns eine Waffe geschmiedet. Anderthalb, könnte man sagen. Da war was. Wir können auch einen anderen Helm nehmen. Den Erzhelm können wir von mir aus mal nehmen. Aber wie gesagt, aufräumen muss ich hier trotzdem ganz, ganz dringend. Wir können ja einfach so mal eine Energieklinge nehmen. Und wir bauen uns einfach eine... Ja, das ist halt das Problem. Wir können uns ja nicht unbedingt eine Waffe bauen, weil die müsste jetzt halt High-Rank-Stufe haben. Okay, ich mache Schweif. Ach so, okay. Warte, wieso? Ach so, okay, das haben wir einfach bloß bekommen. Ja, wir haben mal einen Kicherwacher platt gemacht. Wieso haben wir eine High-Rank-Quest gemacht? War es echt High-Rank? Klar, muss ja, war ja in der Ahnensteppe. Okay, interessant. Ja, wir haben einen Kicherwacher mal erledigt auf der Erntetour. Wie gesagt, interessant, dass das jetzt so ist. Habe ich jetzt gerade nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Gute Frage. Das ist gerade alles so ein bisschen ein Problem. Also ich muss auf jeden Fall dann demnächst nochmal ein bisschen... Das eifrige Hackbeil können wir uns machen. Das mache ich mir eigentlich ganz gerne. Wir können auch mal einen Hammer nehmen. Ich spiele eigentlich auch ganz gerne mit Hammer. Der Eierhammer, wie cool ist der denn? Gut, der scheint nicht arg stark zu sein. Aber ich finde ihn cool vom Design. Gerade deswegen finde ich Hammer ganz cool, weil da viel mit gemacht werden kann. Matraka-Hammer? Saregios. Oh, okay. Das heißt, er würde sich ja selber schärfen. Sengende Ishata. 32 Feuer, 24 Feuer. Wieso habe ich das Gefühl, dass der stärker ist? Ja, 130 normaler Angriff. Schwierig. Kürbiskönig? Auch cool. Weißer Katzenstampfer. Die sind normalerweise immer ziemlich cool, weil sie halt gut Lähmung geben. Und ja, 80 Angriff zwar bloß, aber 12 Lähmung. Ist halt schon nice. Muss man einfach sagen. Kaktus-Totschläger, 30 Gift? Holla. 30 Gift ist auch cool.
Ich nehme den einfach mal. Ja. Wir schauen mal, ob wir den verbessern können. Lob und Drahtianstachel? Okay, wow. Lob ist irgendwie fies. Gut, aber für den haben wir jetzt theoretisch nicht viel verbraucht. Wir können uns immer noch so einen anderen Hammer machen. Was mache ich denn jetzt? Mache ich immer die sengende Ishatta? Können uns beides machen. Der ist halt auch cool. 140. Schwierig. Ja, komm, ich mache mal den Glavenus-Hammer. Der sieht irgendwie auch cool aus. Wir können mal gucken, das braucht aber dann wahrscheinlich High-Rank-Zeug von ihm? Nö, okay, Shagaro Magala-Schweif. Wow, das ist ein Schweif von ihm? Das ist echt gut. Okay, nice, nehme ich sehr gerne. Wert 5 Punkte, wir haben genügend Flammenbursas. Ich glaube, da nehme ich sogar 2, komm. Weil alles andere könnte man tatsächlich noch mehr gebrauchen. Ja, sehr gerne. Nochmal 2 Feuer mehr, ein bisschen Schärfe mehr, wie ich das sehe, ein bisschen grün. Und 140 Schaden. Wie gesagt, sehr, sehr gern. Na, Glavinus Platte. Okay, aber auch bloß eine Platte und Monster-Spitzknochen. Also auch definitiv machbar. Nice. Okay, wir haben unseren Hammer. Wir können mal schnell unseren Helm wechseln. Unser Helm bringt uns im Moment eh nichts, weil bloß die Rüstung alleine gibt uns ja schon den Handwerkseffekt. Und im Moment haben wir nichts anderes. Deswegen gehen wir jetzt auf den Gummiauhelm. Ja, perfekt. Sind wir der Katzenkönig. Finde ich so schön, die drei Helme. Wunderbar. Okay, auf geht's. Wir müssen noch essen. Wir müssen noch essen und dann können wir loslegen. So, Verteidigung. Ja, Krautsalat. Ich hätte doch lieber gerne sowas hier. Der Reistee wäre mir doch schon lieber. Ich hoffe mal, dass es passt. Mal sehen. Also, jetzt haben wir keine Jagdfähigkeit für den Hammer. Ja, bloß der Knecht. Schade. Was nimmt man denn mit Hammer? Keine Ahnung. Konter? Konterhammer? Wagemuthammer? Ich nehme einen Wagemuthammer. Warum auch immer, keine Ahnung. Über Gravitation und Zentrifugalkraft gewinnt der geschwungene Hammer enorme Wucht, die einem mächtigen Abschlussschlag gipfelt. Mit gutem Zeitgefühl rammst du den Monster den Hammer genau zwischen die Augen. Okay, das ist theoretisch wieder ein Angriff. Taifunauslöser. Geschwungener Hammerangriff, während der Drehung zum Schwung aufnehmen, steigt dein Angriff um 2 Stufen. Durch einen X-Knopf zur richtigen Zeit einen Aufwärtshaken auszuführen. Okay. Prallpresse. Konzentriert deine Lahn und verstärkt so Angriff mit einer Schockwelle. Sie wird dadurch ausgelöst, dass du durch schnell Anheben des Hammers nach dem Auftreten Luft in das entstandene Vakuum drängst. Interessant. Provozieren. Spottangriff. Bei dem die Waffe hoch in die Luft gerissen wird. Erhöht kurzzeitig die Wahrscheinlichkeit, von Monstern angegriffen zu werden. Das ist ja cool. Okay, coole Sache. Ich nehme mal den Taifunauslöser. Das klingt aber alles so nach starken Wirbelangriffen. Ich bin mir da selber noch nicht ganz sicher, ob ich das wirklich hinbekomme. Schau mal, gut, dass wir das vielleicht bei einem Großmakao testen. Nicht bei irgendwas anderem. So. Makao-Provokation. Auf geht's. Ich sollte vielleicht nochmal ein bisschen was mitnehmen. Weil ich doch schon sehr viel liegen gelassen habe dort. Ja, keine Blaupilze mehr. Okay. Nach der Quest ganz, ganz dringend zu Dings gehen. Ganz, ganz dringend farmen gehen. Ja gut, 9 müssen reichen. Maxi-Trank habe ich wenigstens noch. Wunderbar. Fangen müssen wir einen Großmakao jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Ja, komm, ich kann mal ein paar Schockfallen herstellen. Haben wir die schon? Da. Okay, Fallengeräte brauchen wir wieder. Meine Güte, ich hasse es, dass wir immer alles brauchen. Und natürlich brauchen wir auch wieder die guten, die habe ich schon hergestellt. Genau, Berührungsbomben. Haben wir immerhin noch 3. So, da haben wir wieder 4. Das sollte auch vorerst mal reichen. Der Reizpilz kann es weg. Gegengift kann auch weg. Dio kann auch weg. Dann machen wir hier mal ein bisschen Platz. Blaupilz brauchen wir jetzt auch nicht zwingend. Wunderbar, auf geht's. Machen wir den Makao fertig. Ich hoffe es zumindest. Entschuldigung, aber auf der Zinne der Ruinen macht uns ein Großmakao das Leben schwer. Ich habe überall blaue Flecken. Es ist nicht deine Aufgabe, uns vor solchen Biestern zu beschützen. Wenn ja, dann möchte ich dich bitten. Ist es nicht deine Aufgabe? Hilfe! Verschwinde, Biest! Schön in die Fresse.
So zeigt man Monster mal, wer hier der Chef ist. Okay. Ich muss jetzt erstmal mit Hammer klarkommen. Das ist schon mal das. Das war bloß so ein Schlag. Ist okay. Vor allem, da der Hammer ja doch nochmal anders ist als der World Hammer. In World habe ich ja ein bisschen Hammer gespielt, aber hier nicht unbedingt. Oh, das gibt keinen Aufwärtshaken? Ich dachte irgendwie. Das wäre aber dann das hier und dann das hier. Und dann nochmal? Nee, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das generell ist zumindest schon mal eine schöne Kombo. Dann nochmal ins Gesicht. Wunderbar. Typhoon-Auslöser ist bald auch schon bereit. Und ich hoffe einfach mal, dass wir gut Schaden damit machen. Wow, das war schön. Ach ja, wir haben jetzt ja auch Wagemut. Deswegen können wir wahrscheinlich nicht so viel machen. Richtig. Okay, ja, ja, klar. Vielleicht war Wagemut nicht das Richtige für den Hammer, weil es jetzt noch mehr Aufladungszeit braucht. Für einen richtigen Angriff. Keine Ahnung. Ich meine, wir können jetzt natürlich auch kontern. Ah, können es natürlich auch fertig machen lassen. Meine Güte. Oh, oh. Okay. Alles gut. Mir guckt, wo er runterspringen kann. Okay, da schnell mal die Heilung. Ich hoffe mal, er braucht gerade ein bisschen, bis er da hochkommt. Ja, nice. Schnell weg. Ja, genau deswegen. Da bin ich leider... Na, ich hätte einfach wieder Y drücken können. Das ist das Problem, wenn man Stile kombiniert. Du weißt nie genau, welchen Stil du jetzt gerade hast oder wie du mit dem klarkommen sollst. Ich zumindest nicht. Ich bin damit viel zu unerfahren mit den ganzen... Definitiv viel zu wenig Stunden noch auf Gen Ultimate oder Gen allgemein. Und klar, ich habe schon viel gespielt, aber immer bloß so zwischendrin. Okay, das war schön. Wir haben auch den Wagemut-Stil, wunderbar. Da können wir kurz mal ein bisschen das abpassen. Prima und draufhauen. So. Das sollte sogar reichen. Bist du gerade auch erschöpft oder bloß... Nee, ich glaube, das war einfach bloß so. So, das war nichts. Okay. Ah, guck mal. Das war aber irgendwie immer noch nicht das, was ich haben wollte. Dann kombon wir hier mal einfach ein bisschen. Nein, was? Ja, ah, das war keine Kombo. Hey, Nebenquest erfüllt. Nice. Immerhin. Wie er wegfliegt. Sehr schön. Typhoon-Auflöser. Kabam! Das sah cool aus. Ich weiß nicht, ob das richtige Timing war, aber sah auf jeden Fall cool aus. Nice. Aber war das nicht so, dass das Schlag und dann so ein Dings war? Und dann nochmal so ein Schlag nach oben? Oder bin ich da jetzt doch zu viel World gewohnt? Ich kann zumindest gerade damit nichts machen. Kann ich das noch irgendwie weiter aufladen? Nee. Okay, daran muss ich mich definitiv erstmal gewöhnen. Ich weiß auch noch nicht ganz, was ich mit dem aufgeladenen Schlag machen kann. Bisher irgendwie noch nicht viel, habe ich das Gefühl. Vielleicht, wenn ich stehen bleibe? Ja, kannst halt gegen Großmakao nicht stehen bleiben, vor allem, wenn er gerade aggro ist. Na komm. Ja, natürlich geht das so weit. Meine Güte. Ja, das Ganze könnte ich natürlich auch wieder abblocken, klar. Oder kontern. Das ist so schwierig. Okay, er sabbert zumindest. Sollte mal Farbballen, bevor er hier komplett abhaut. So, schwupp. Perfekt. Das war eine schöne Kombo. Typhoon. Ja, okay. Das hat nicht ganz gepasst, aber zumindest haben wir ihn da so ein bisschen weggehauen. Nee, das gibt irgendwie auch das. Und jetzt habe ich mich nicht bewegt. Hä? Okay, ich verstehe den Wagemut-Hammer noch nicht ganz. Bringt der wirklich so viele Vorteile? Weil irgendwie sehe ich die gerade noch nicht. Ich würde sagen, Hammer ist ganz witzig. Ich weiß nicht, weswegen ich nicht öfters Hammer spiele. Ich mag Hammer eigentlich. Oh ja, wow. Er humpelt schon. Nice. Also gut, es ist, denke ich, auch eine starke Waffe. Aber generell... Nett. Den haben wir, glaube ich, ziemlich gut fertig gemacht. Der konnte nicht viel. Nehmen wir eine Träne. Aber wie gesagt, erhöht das einfach bloß meinen Schaden, der Wagemut? Weil so vom Moveset her... Oh Gott. Ich bin diese Karte nicht gewöhnt. Okay, da entlang. Da geht's runter. Der ist in dem Gebiet, was auch immer das für ein Gebiet ist. Ach, das ist eins, nicht wahr? Klar. Nee, ist es eins? Nee, es ist... Ach, das ist dieses Katzengebiet. Stimmt. Ich dachte, das, wo ich dachte, dass da vielleicht bloß Katzen sind. Okay, wenn du ihn rausholst, den Hammer, dann machst du den Aufwärtshaken.
Was man ja definitiv auch so nutzen kann, dass du halt den Hammer immer wieder rausholst. Ich hasse diesen Angriff. Ich finde ihn so stark, diesen Rundumhieb. Aber weil er damit halt eben um dich rumkommt, was, wie ich finde, selten Monster wirklich gut können. Also zumindest frühe Monster. Da bist du meistens an gewissen Punkten ziemlich sicher. So, nochmal den Typhoon auslöse und der könnte tot sein. So denke ich mir das zumindest gerade eben. Irgendwann musst du hier hoch, ja. Okay. Das kann ich ausnutzen. Ja, schade. Ich meine, ja, der Hammer ist halt eben ein bisschen langsam. Gut, dass das Gebiet nicht arg weit rausging. Dadurch können wir das jetzt nämlich hier gleich machen. Nein! Ach, Mann! Blöd, dass das Gebiet nicht arg weit rausging. Das war jetzt natürlich doof. Ich hasse es, wenn die Monster so viel weiter gehen können als der Jäger. Finde ich immer ein bisschen dämlich. Wo willst du überhaupt hin, Kollege? Der geht da ziemlich weit. Ah, okay, jetzt hörst du auf. Okay. Ah. Ich will mich jetzt eigentlich fast schon nicht mehr heilen, weil er demnächst tot sein sollte. Aber auf der anderen Seite bin ich gleich tot, wenn ich mich jetzt nicht heile. So, was nun? Muss mich bloß kurz heilen. Okay, wunderbar. Das passt schon mal. Was jetzt? Okay, nicht das entlangrutschen. Ah, komm schon. Yes. Immer nochmal der zweite Schlag. Wenn er aber bloß gerade ein bisschen Blödsinn macht, das könnte reichen. Das tut richtig weh, ja. Ich denke zumindest. Es hört sich zumindest ziemlich schmerzhaft an, ich sag's mal so. Ich find's immer noch komisch, dass ich da dann nicht nach oben hauen kann. Es ist sehr merkwürdig. Was mache ich denn damit eigentlich? Nee, damit mache ich gar nichts. Okay. Keine Ahnung. Ich meine, Wagemuthammer, er funktioniert. Ich denke, wir haben ihn gut platt gemacht, aber ich weiß nicht, ob wir ihn mit dem normalen Hammer nicht genauso platt gemacht hätten. Ich glaube, der Wagemutstil hat uns hier im Endeffekt nicht arg viel geholfen. Keine Ahnung. Schauen wir mal. So, wunderschön. Großmakau ist zumindest erledigt. Ein bisschen über 5 Minuten, von dem her passt. Ich denke, wir sind jetzt auch nicht zu stark. Es sind ja eh auch Monster, die wir noch kennen. Deswegen alles nicht so dramatisch. Wir können theoretisch ein bisschen Erz farmen hier, wenn wir das nächste Mal hier sind. Gerade bei dem nächsten Biest, was waren das nochmal? Azuros, genau. Da könnte man Erz farmen, weil hier gibt es sicherlich neues Erz. Gerade eben das High-Rank-Erz sollte es hier geben. Viel Drachenid sollte es geben, weil das jetzt Standard ist. Und eventuell auch neues High-Rank-Erz oder eben Höhenerz oder wie auch immer das heißen wird vielleicht. Also spezielles Erz der Zinnen. Mal sehen. Aber das war's zumindest mit der Quest. Das hat schon mal sehr gut funktioniert. Diesmal auch keine Gefahr. Wunderschön. Das heißt, wir können die Quest auch gut beenden. Wunderschön. Okay. Na, guck mal, da bekommen wir sogar... Oh, wir bekommen sogar gleich Karabelit-Erz. Nice. Sehr schön. Champion-Kamm, Makau-Stachel. Wobei, das ganze Zeug haben wir ja schon. Irgendwie... Okay, da wenigstens mal eine Lederhaut plus. Ich wollte nämlich gerade sagen, irgendwie... Das ganze Zeug ist nichts Neues. 2 Slots, Artillerie plus 2. Artillerie ist Bombeneffekt, ne? Ich nehme das mal mit. Weil das wäre dann gar nicht schlecht für... Ja, okay, 6 Minuten. Wäre dann gar nicht schlecht für den... für die Brachydios-Waffe. Wenn man da so ein bisschen Sprengeffekt hoch hätte. Keine Ahnung, muss man mal schauen. Das müssen wir dann auch noch feststellen. So, da ich leider heute aber nicht so viel Zeit habe, würde ich das heute erstmal beenden. Wir haben ein bisschen das Aerotorium erforscht, die Zinnen auf jeden Fall auch. Und ja, das nächste Mal werden wir uns definitiv da weiter drum kümmern. Ich weiß gar nicht, ist da oben am besten sich hinzustellen? Ich glaube schon, dass nicht die ganze Zeit Leute durch einen durchlaufen. Wie gesagt, neues Gebiet erforscht, neues Dorf theoretisch erforscht. Alles sehr, sehr cool. War jetzt zwar viel Gelaber, aber naja, ist denke ich so typisch, wenn man so eine neue Queststufe anfängt. Ist ja meistens so. Ich bin sehr gespannt, was einen hier noch alles erwartet. Wird sicherlich auch jetzt ein paar interessante Quests geben, eben halt auch den Zinn noch mehr. Und ja, wir versuchen irgendwie auch diesen Valstrax dann hinterherzukommen. Dem sehr fiesen Biest, von dem wir bisher nur den Namen gehört haben. Ich bin auf jeden Fall schon mal sehr gespannt, freue mich schon drauf, wie es weitergeht. Und ja, dann würde ich auch sagen, sehen wir uns das nächste Mal, wenn es weitergeht mit Monster Hunter Generations Ultimate. Wenn wir nochmal ein paar Monster auf den Zinnen kloppen
und eben auch, so in den anderen Gebieten natürlich nochmal ein bisschen weitermachen, denn auch da sind jetzt die High-Rank-Monster unterwegs. Also dann, ciao!